Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft mit dem Tobi von GOP. Jaha, es ist mal wieder an der Zeit für einen epischen Part mit dem Tobi von GOP. Es ist Dienstag, ich bin immer noch in Schweden und also ich bin im Moment zu Hause, wo ich aufnehme, aber ich bin in Wirklichkeit in Schweden. Ja, vielleicht hat man zwischendurch mal etwas von mir gehört oder irgendwie was habe ich gepostet, ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt leider nicht in die Zukunft schauen. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja gar nicht mehr da. Aber natürlich, so schnell laufe ich nicht weg. Hallo, Deutschland ist schön. Schweden ist cool. USA ist auch cool. Eigentlich habe ich gar nichts. Also, ich bin eigentlich so... Ich finde Reisen cool. Ja, ich werde, glaube ich, heute zum Reiseführer. Wo wart ihr eigentlich schon mal alles? Schreibt mir mal in die Kommentare. Vielleicht Italien oder so oder alles Mögliche. Wart ihr schon mal um die ganze Welt? Wie alt seid ihr? Wo wart ihr schon alles? Und ja, okay, das wurde jetzt ein wenig pedo. Aber so pedo war das gar nicht gemeint, sondern ich möchte einfach gerne nur wissen, wo ihr schon alles wart. Weil es gibt ja Menschen, die waren schon fast überall auf dieser Welt. Okay, was heißt überall? Wart ihr, also wir können ja mal so machen. Jeder, der sozusagen schon mal auf jedem Kontinent war, schreibt Kontinent in die Kommentare. Jeder, der schon mal in jedem Land auf dieser Welt war, was ich wirklich bezeichne, sagt Weltmeister. Ne? Und wer schon mal hier um Europa komplett rum war, der schreibt einfach mal Europa King. Genau, du schreibst einfach Europa King, wenn du schon mal überall um Europa herum warst. Also, was heißt um Europa, sondern hier um Deutschland herum. Also, das sind ja dann so... Warte, lass mich nachdenken. Boah, jetzt kommt's. Ich bin total... schlechte Geografie. Das ist doch Dänemark, Polen, Tschechische Slowakei, oder wie nennt man das? Tschechien? Ich habe keine Ahnung. Schweiz, Österreich, Polen hatte ich schon, ne? Belgien, Luxemburg und Niederlande. Und Frankreich. Das war's, glaube ich, oder? Bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, einfach so verpeilt, wie ich bin. Aber jetzt haben wir hier wenigstens irgendwas Episches und wir könnten theoretisch mal schnell am Spin-Spawner dran vorbeischauen. Was der da so alles Schönes treibt, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist so halbwegs episch geworden. So, jetzt würde ich gerne fliegen können. Und das wird jetzt unser Abwurf. Wir machen noch schnell den Boden. Haben wir noch... Ah, wir haben sogar noch Kies dabei. Machen wir hier Kies. Kies. So, dann machen wir hier noch schnell das. Und dann bauen wir hier das noch alles ab. Oh ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich könnte mir wirklich nichts Besseres vorstellen, als hier Erde abzugraben. Es gibt wirklich nichts Besseres auf dieser Erde. Okay, ich bin wahrscheinlich gerade in Schweden und chill und liege vielleicht in einer Hängematte in der Sonne. Sorry. Oh, ich hasse es, wenn ich mich verschlucke. Ja, aber in Schweden ist eigentlich richtig cool. Da gibt es richtig geile Sachen. Beispielsweise da gibt es schöne Frauen. Die gibt es natürlich auch hier in Deutschland, aber in Schweden da sind die... Ich weiß nicht, Schweden finde ich echt cool. Das ist auch einer der einzigen Länder, wo ich wirklich... Ja, da hätte ich Spaß dran. Und ja, was gibt es sonst noch alles Schönes in Schweden? Es gibt natürlich diese Midsommerfeste oder wofür Schweden auch sehr bekannt ist, sind die Krabben. Das ist wirklich, also früher mochte ich die nicht, beziehungsweise ich wollte die nie selber polen. Also das war dann circa immer so, wir waren an einem riesigen Tisch, richtig viele Personen. Also was heißt richtig viele, wir waren so 15, 16. Und also nicht alle mal im Alter, also so Erwachsene. Und dann ich halt noch dabei und dann noch so ein paar Kinder. Und dann ist die Schaufel kaputt gegangen und ich wollte das nicht polen. Und dann hat meine Tante das immer gepoolt, weil ich fahre da mit meiner Tante hin. Und ja, was mache ich da dann mit meiner Tante? Die hat mir das dann halt gepoolt und dann habe ich die gegessen. Aber ich wollte mir nicht die Finger schmutzig machen. Ja, das wollte ich als kleines Kind nicht. Ich weiß auch nicht warum. Heute habe ich da überhaupt nichts gegen, weil es einfach nur lecker ist. Aber ja, man muss sich ja schließlich die Beute auch selbst schlachten. Sonst ist das ja alles so im RL auch so, ne? Immer wer was zu essen haben will, muss selber einkaufen gehen sozusagen, weil wir müssen ja heutzutage nicht mehr so schlachten, sondern eher uns selbst ernähren, nennen wir es mal so, indem wir selber einkaufen gehen, obwohl wir selber auch nicht mehr schlachten, beziehungsweise was machen wir eigentlich noch selber? Außer natürlich dein Vater oder deine Mutter oder du selbst oder beziehungsweise sie selbst, falls sie in diesem Alter sind, sind Jäger und schlachten ihre eigenen Tiere, also... Wildschwein, Reh. Ist natürlich auch sehr deliziös, habe ich überhaupt nichts gegen. Meine Oma und mein Opa waren Jäger. Beziehungsweise sie sind. Also, ja. Tun es zwar nicht mehr, weil sie zu alt sind, aber trotzdem, ich fand es richtig cool damals. Ich war da zwar noch nicht so ganz am Leben, also doch, klar. Ab der Geburt war ich mal unten durch, aber kam ich ganz groß raus. Und, ja. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie... Ja. Ich hätte es mir lecker vorgestellt, weil ich habe damals leider nicht so viel davon abgekriegt, aber ich esse heute auch sehr, sehr gerne wild. Also wildes Zeug, also wildes Tier, so Reh, Wildschwein und sowas. Wo so ein armes, kleines Bambi zu essen, ist schon irgendwie traurig, die Vorstellung. Aber
Wenn man mal überlegt, was wir alles essen, ist das eh nicht mehr normal. Ne? Müsste man sich echt mal so richtig überlegen. Was ist so in so einer Fleischwurst drin oder in so einer Salami? Ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Antwort darauf gar nicht wissen. Weil ich weiß, dass es irgendwie eklig ist. Ne? Wahrscheinlich weißt du es gar nicht, aber in so einer Fleischwurst sage ich, es am besten gar nicht. Weil damit mache ich dir wirklich den Magen ein wenig rummelum. Und das möchtest du da nicht. Was wollten wir jetzt bauen? Genau, wir wollten den Dingsterbumster da hinten bauen, aber dafür brauchte ich noch ein bisschen Marmor. Deswegen gehen wir jetzt schnell in den Nether. Aber bevor wir in den Nether gehen, bringen wir erstmal unseren Stein weg. Beziehungsweise hier unsere Steinplättchen. Und unsere Steintreppen. Unseren Kies, unser richtiges Stein. Erde brauchen wir immer ein paar Stacks. Stacks Erde sind immer gut. Das Glas lassen wir auch kurz hier unten. Dann können wir das Pflasterstein jetzt so ums hier wieder reinnehmen. Ach, das haben wir eingesammelt. Da machen wir uns noch noch kurz ein Schwertchen und eine Schaufel. Weil ohne das sind wir ja total aufgeschmissen hier im schönen weiten Meer der Unverdammniskeit oder vom Verdammnis. Und ich habe keinen Plan. Ich rede mal wieder nur merkwürdigen Scheiß. Oh yeah. So, jetzt machen wir uns hier ein Schwertchen. So, ich muss niesen, aber ich will nicht. Nein, ich will nicht niesen. Nein. So. Und dann jetzt den Stock noch da hinten rein. So. Das da drüber, weil wir Inventory Tweaks haben, rutscht das alles von alleine nach. Und jetzt gehen wir in den mysteriösen Nether bei dieser mysteriösen Musik. Oh yeah, um mysteriösen Marmorstein zu sammeln. Beziehungsweise Netherquarz. Bei Marmor gibt es ja nur ein Feed Beast. Marmor ist übrigens sehr, sehr cool. Also Feed Beast ist auch allgemein geil. Vielleicht habt ihr es schon in dem anderen Dingsbumster geschrieben, aber ihr könnt es gerne von mir aus nochmal schreiben. Wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, wo ich mitspielen kann, wo ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann, beziehungsweise ihr einfach mal mit mir Feed the Beast spielen wollt und ihr einen Server habt, ich joine gerne, schreibt sie mal in die Kommentare. Ich höre böse wie ja, ich habe doch gar nichts getan, oder? Okay, solange du mich nicht umbringst. Okay. Da unten sieht's gut aus, wir brauchen ein Jetpack. Aber da ich kein Jetpack habe und wir nicht in Feed the Beast sind, haben wir das hier alles total vergessen. Richtig schweinig hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich finde, jetzt ist wirklich schweinig. Und ja, wir brauchen hier definitiv ein bisschen mehr Netherquarz. Da oben ist Netherquarz, aber das ist wahrscheinlich über dem hängenden Lava. Okay. Ja. Bisschen, ne? Egal. Wow, wir hätten hier runterfallen können, so richtig tief, so richtig böse. Wir hätten sterben können. Oh mein Gott. Ab nach Hause. Okay, das finde ich gut. Okay, hier ist Netherquarz. Netherquarz. Wir sind hier im Spider-Pick. Oh mein Gott, ich fall runter, oder? Nein, ich fall nicht runter. Cool. Cool, hier gibt es ja richtig viel davon. Oh mein Gott, boah. Das gibt fett EP. Wir wollen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief graben, weil wir sonst echt durchfallen. Jetzt sind wir schneller unten durch, als wir wollen. Das wird echt tief gewesen. Am besten machen wir das mit Erde zu oder so, damit wir wissen, dass hier irgendwas Böses lauert auf uns. Von dem uns heimlich vergewaltigen will. Das finde ich noch viel schlimmer. So, dann haben wir hier noch mehr Netherquartz in der Hoffnung, dass das uns nicht umbringen will, aber ich glaube nicht. Oder? Kommt TNT, wenn wir das abbauen. So, boom. Das gibt es ja bei Feed the Beast. Da gibt es diese merkwürdige Kohle. Und wenn man da zu lange drauf rumhaut, dann macht es bumm und dann bist du tot. Oh mein Gott, ich höre einen Guest. Ich hasse Guests. Die sind einfach cool. Weil die können fliegen. Die sehen dich, bespucken dich mit riesigen Murmeln. Und du bist einfach tot. Wenn du keine Rüstung hättest. Aber da wir natürlich Rüstung haben, die auf jeden Fall schon mal halbwegs kaputt ist, sind wir ein bisschen, ja, unten durch. Um es gepflegt auszudrücken. Ah, da liegt ja noch ein Netherquarz. Wie viele Liter? Oh, 16. Damit können wir nur 4 Blöckchen machen. Das ist echt traurig. Ja, hier ist noch mehr. Das gefällt mir. Guckt euch das mal an. Ist das nicht episch? Boah, mein Gott, ist das geil hier. Oh, ja, gib's mir hart. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 22. Okay. Das ist böse. Wow. Hallo. Du bist gay. Aber dafür, dass du so weit über den Boden fliegst, echt gewagt. Fick dich. Okay, ich meine doch nicht so weit über den Boden. Aber ich könnte dich angreifen. Warte. Au. Ja, genau, geh da mal weiterhin. Komm zu mir. Ah, cool. Hast du jetzt eine Gästträne? Eine Gästträne. Oh mein Gott, wir sind so Helden. Oh mein Gott, da war ich schon mal. Da waren wir schon mal. Und da wären wir mal fast draufgegangen. Oh yeah, da freut man sich natürlich. Gibt es eigentlich irgendwas Neues in der 1.6 im Nether? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du da epische Heuballen machen kannst und Pferde hast. Worauf ich mich auch richtig freue. Das sind super duper Rainbow-Pferdchen. Oh yeah. Und ich werde diese Modifikation von Minecraft 1.6 erst spielen, wenn Inventory Tweaks Mods draußen sind für die 1.6. Weil sonst finde ich, ist Minecraft nicht so cool. Man kann das natürlich auch spielen. Man könnte es auch theoretisch ohne Mods spielen. Ist verständlich kein Ding, aber ich weiß nicht. Mit Mods finde ich cooler.
Oh yeah. Hm, cool, das habe ich jetzt mit einer Axt gelöscht. Ich fühle mich männlich. Es gibt nichts Männlicheres, als etwas mit einer Axt zu zerstören. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn wir hier etwas abbauen, wir direkt unten durch sind. Jupp. Boah, das ist Quälerei. Das ist wirklich Quälerei. Du siehst so viele Netherquartz und darfst es und kannst es nicht abbauen. Oh mein Gott. Fröhliche Musik. Ich glaube, wenn wir hier das abbauen, sind wir... Ah, nein, wir leben da noch. Oh mein Gott, ich höre einen Pikmin. Und wenn du jetzt in meine Laufbahn läufst, boah, ich schwöre es dir. Oder vor meine Spitzhacke und ich drauf loshacke, boah. Du bist so instant tot, ich schwöre es dir. Wirklich, und ich auch. Weil dann die ganzen anderen deine Pikmin-Friends kommen und mich dann alle auseinandernehmen. Und zwar brutal. So, aber auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal hier so saftig alles ab. Weil es ja auch alles schließlich nötig ist. Ne? Ihr wisst, wie es geht, meine lieben Freunde. Boah, das habe ich echt lange nicht mehr gesagt. Und, ja. Wie viel seid ihr eigentlich inzwischen? Ich weiß es gar nicht. Wir sind auf, also als ich in Urlaub gefahren bin, waren wir 149. Und, ja, vielleicht sind wir jetzt 150 geworden. Oh yeah, aber es gibt leider diesmal kein Abonnenten-Special, sondern er ist wieder bei 500. Oh, ist aber irgendwie traurig, oder? Eigentlich habe ich noch viel früher etwas Bock mit euch zu machen, wenn ihr ein bisschen aktiver wärt. Also wenn ihr wirklich aktiv seid und ihr schön viele Kommentare oder sowas schreibt, würde ich echt viel mit euch machen. Wirklich. Wirklich. Also was heißt Kommentare? Einfach nur, dass ihr die Videos guckt. Das wäre echt freundlich von euch. Einfach gucken. Einfach gucken und Spaß haben. Dann seid ihr richtig cool. Was will ich jetzt eigentlich noch? Ach, da oben. Netherquartz. Netherquartz, Netherquartz. Wir leben hier im ganzen Hort. Oh mein Gott, ich kann nicht singen. Oh yeah, ich bin so ein schlechter Rapper. Wir haben ein Stack und 13 Stück. Das ist definitiv zu wenig. Wir brauchen noch mehr. Oh mein Gott, ich sehe einen Guest. Hallo Guest. Ich hab dich lieb. Du mich nicht, oder? Lohnt es sich, mit dir Kontakt aufzunehmen? Guest? Ah, oh. Hallo? Hallo. Bist gay. Oh. Gay. Oh, scheiße. Das ist nicht gut, wenn ich jetzt am Abgrund mit einem Guest kämpfe. Wow, das war knapp. Wow. Oh mein Gott, ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch, sonst bin ich tot. Instant. So, machen wir jetzt einfach so. Dann hüpfen wir hier wieder hoch in der Hoffnung, dass der Guest uns nicht snipen, du kleiner Aslak, du. Ich hab dich auch lieb, ich hab dich wirklich lieb. Aber alles hat Grenzen. Boah, das ist da oben viel. Da will ich hin. Kommen wir garantiert hoch. Oh mein Gott, da ist auch noch was. Ah, boah, bei dieser epischen, schreckhaften Musik. Da bin ich auch noch ganz schnell unten durch. Ach, da hinten ist auch noch mehr Netherquartz. Aber da hinten können wir Glowstone abbauen, oder? Boah, ja. Oh, cool. Hier haben wir es schon mal runtergebaut, so wie es aussieht. Oh mein Gott, und hier haben wir vorhin mal richtig viele Netherziegel abgebaut. Cool. Okay, wir springen jetzt eiskalt übers Feuer. Oh, ich habe das schon wieder mit einer Axt gelöscht. Dabei wollte ich das gar nicht. Ich wollte es mit Cobblestone löschen. Bam, bam, bam. So, episch. Hallo. Boah, jetzt bauen wir das ja ab. Ah, oh, Netherquartz. Ich liebe Netherquartz. Netherquartz ist so cool, wenn man daraus diese Netherblöcke machen kann. Okay, eigentlich sind es Sportsblöcke, aber trotzdem. Ich nenne die Viecher jetzt einfach mal Marmor. Auch wenn es das nur ein Feed the Beast ist, aber trotzdem. Ich finde Marmor cool. Auch im Real Life finde ich Marmor cool, aber es ist schweineteuer. Außer man kann es sich leisten. Das ist dann was anderes. Aber trotzdem, ich finde persönlich Marmor schweineteuer. Ja, da oben geht's weiter. Noch mehr Netherquartz. Finde ich gut. Boah, diese Guests, die regen mich echt auf. So, jetzt bauen wir das mit unserem Cobblestone ab. Yay! Oh mein Gott, da haben wir noch mehr Glowstone. Die wir schon eigentlich instant haben, oder? Wir haben zwei Stacks Glowstone Staub oder so. Oder zwei Steck. Zwei Stacks allgemein Glowstone. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Boah, ich freue mich irgendwie richtig. Also ich fliege morgen. Wow! Au! Oh. Von wo kamst denn du? Das ist scheiße, weißt du das? Wo bist denn du? Ach da! Du bist gay. Aua! Boah, dieses Vieh ist doch scheiße, oder? So, dann wieder ein bisschen so alles. Bam. Oh mein Gott, der hat uns so viel Zeug. Ah! Komm, triff mich. Du triffst mich nicht. Oh mein Gott, das brennt. Egal, wir laufen einfach mal so ganz dezent wieder nach Hause. Boah, ich hasse es, wenn die Zeit so schnell in Minecraft einfach mal vorbeigeht. Das ist echt krass. Oh yeah, wir haben etwas zum Abbauen. Oh, noch mehr. Wuhu. Ist ja richtig viel. Können wir es richtig verstecken? Das gefällt dem Tobi. Sich im Netherquartz zu verstecken. Die mysteriösen und wertvollen Mineralien. Oh yeah. Oh mein Gott, ja, boah, das macht Spaß. Das macht Spaß. Oh ja, boah. Boah. Jetzt haben wir gleich bestimmt zwei oder drei Stacks. Okay, eher zwei Stacks. Drei Stacks garantiert nicht. Wenn ja, dann fresse ich einen Besen aus Marzipan. Zwei Stacks.
Hahaha, ich hätte fast den Besen aus Marzipan gegessen, habe ich aber nicht. Da hinten ist eine Lohe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hasse Lohen. Vor allem, weil die dich einfach von hinten durchbohren. Diese Loren. Okay, Loren sind was anderes, aber... wie kommen wir denn da wieder hoch? Achso, über den mysteriösen, weiten, coolen Weg. Yay, warum regnet es eigentlich Lava von der Decke? Also was heißt regnet? Es kommt, fließt halt. Es fließt von der Decke. Aber ich verstehe auch nicht, warum. Könnt ihr mir das mal bitte erklären, auch wenn wir in der Hölle sind? Seit wann? Ah! Lava kann nicht in der Luft spawnen, meine lieben Freunde. Es funktioniert einfach nicht. So, war da noch was? Nope. Okay, ab nach Hause. Oh mein Gott, an dem mysteriösen epischen Feuer dran vorbei und hier ist eigentlich so viel Netherquartz. Aber egal, wir brauchen eigentlich viel mehr Diamanten. Obwohl, wir haben schon so viele Parts und eigentlich so wenig Diamanten gefunden, ist echt traurig, aber egal. So, ab nach Hause. Wo ist der Button? Wo ist der Button? Bin ich blind? Button? Okay, kein Button mehr. Dann bauen wir halt die Tür neu auf. Egal. Tja, die Tür wollte halt nicht. So, aber das ist der Button. Okay, merkwürdig. Was ist merkwürdig? Ich habe irgendwann mein Steak zu stecken. Habe ich jetzt gegessen? Nö. Aber ich hab's gegessen. Während ich mich teleportiert habe, habe ich ein Steak gegessen. Mysteriös, meine lieben Freunde. Ich bin der Steakesser im Teleporter. So sieht... Oh mein Gott. Wow. Oh, das war nur ein Amboss. Ich habe gedacht, das wäre etwas Böses gewesen, was mich... Ja. Ihr wisst schon. Böse von innen anmacht. Oh mein Gott. Okay, wir haben Instant Close Down. Davon haben wir auch noch ein bisschen. Als ob ich das nicht wusste, aber egal. Haben wir eigentlich noch Netherquartz? Ne, wir haben auch noch Netherquartz. Tja. Jetzt haben wir 3 Stück Netherquartz. Fast. Aber ich esse immer noch kein Marzipan-Dingsbums. Aber wir haben eine Gasträne. Ist wertvoll. Ja, davon haben wir bis jetzt noch keine. Und wir haben Pilz. Cool. Und wir haben ganz, ganz viel Erde. Ich mag Erde. So, wir haben ja doch noch die Mullematsch-Kiste, oder? Bin mir da nicht mehr ganz so sicher, aber eigentlich müsste die ja theoretisch noch da sein, oder? Meine lieben Freunde, ihr wisst es doch ganz genau, oder? Ist da noch Mullematsch drin? Ja. Stein, okay, cool. Hi. Ah, ich habe einen Stein abgebaut. Okay. Aha. Aha. Vorratskammer. Aha. Hier ist allmählich unser Haus geworden ist. Aha. Aber naja, meine lieben Freunde, ich habe irgendwie ein wenig Kopfschmerzen, habe das Gefühl, dass ich mich übergeben muss. Nein, muss ich natürlich nicht, aber es ist Nacht und wir gehen jetzt pennen. Und deswegen würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das mal wieder für diesen Part, weil ich weiß jetzt nicht, was ich noch Sinnvolles tun sollte. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in spätestens 2 Wochen und beziehungsweise hören uns spätestens in, ja genau, in 2 Parts sozusagen. Und bis dahin, haut rein, meine lieben Freunde, wenn ihr wollt und garantiert keine Folge mehr verlieren wollt, beziehungsweise irgendwie etwas verpassen wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Und ich würde sagen, wollt ihr keine Freunde mehr verlieren, dann drückt doch auf Abonnieren. Haha, bis demnächst. Haut rein. Tschüss.